Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen DeLonghi Latte Cappuccino Evo Maschinchen Videolinchen. Heute wollen wir mal ein Reset durchführen. Und zwar Werkseinstellung für Getränke. Das bedeutet, dass wir jetzt nicht eure vordefinierten Einstellungen an der Maschine verändern, die zum Beispiel den Härtegrad des Wassers beeinträchtigen, die Temperaturauswahl, die Pieptöne etc., sondern generell nur ein Zurückstellen der Maschine wollen, was mit unseren Getränken zusammenhängt, also unsere Beverages. Wir haben nämlich hier verschiedene Arten der Getränkezubereitungen, die diese Kaffeevollautomat so leisten kann. Ich zapf mal einen normalen Kaffee jetzt, okay? Der ist nämlich vordefiniert worden, das heißt, wir gehen jetzt auf Kaffee und das ist jetzt gerade die Einstellung unseres Kaffees, den wir gerade gewählt haben, den wir jeden Tag so nutzen. Das heißt, wir haben hier eine etwas größere Tasse. Ich habe das so eingestellt, dass die Tasse ganz gut gefüllt wird. Und ich habe hier oben, wie ihr seht, eine sehr schwache Einstellung des Aromas. Denn das wird halt in diesem Haushalt, wo diese Maschine gerade benutzt wird, so gerade erwünscht. Wenn ihr zum Beispiel eure Maschine weggeben solltet und der neue Besitzer oder was auch immer möchte eine wieder Zurückstellung der Füllhöhe des Kaffees auf die vordefinierte Höhe selber, dann kann man das hier nämlich jetzt explizit für jedes Getränk einstellen. Wir sind jetzt zum Beispiel im Kaffee-Modus. Die Menge ist ungefähr bei 180 Milliliter angesetzt. Wie ihr seht, ist hier jetzt eine Erhöhung dieser Kaffeemenge im Vorhinein passiert. So, das ist jetzt unser Ausgangswert, den wir schon mal vorgesetzt hatten. Okay, der kommt zur Seite. Ich tue jetzt eine andere Tasse drunter, damit wir gleich den Unterschied feststellen können. Wie können wir zu diesem Einstellungsgedöns kommen? Die Kaffeemaschine ist einsatzbereit. Wir gehen aufs Zahnrädchen und gehen jetzt im Menübaum nach rechts oder links, wie ihr das gerne hättet, und gehen dort auf den Reiter allgemein. Bestätigen das mit OK. Nun können wir uns nach rechts oder links wieder bewegen mit den Auswahlfreunden und gehen jetzt auf Werkseinst.Getränke. Okay, die guten alten Werkseinst für Werkseinstellung. Das wählen wir mit OK an. Jetzt können wir für alle voreingenommenen, vordefinierten Getränke den Reset durchführen oder wir gehen die einzeln ab, sprich für Cappuccino, für den Kaffee, für den Latte Macchiato oder für den Espresso. Dann können wir diese explizit nämlich dadurch deaktivieren oder wieder zurückstellen. Wir nehmen jetzt als Beispiel uns die Einstellung Kaffee vor. Damit ein OK. Und es wird nochmal gefragt, ob die Werkseinstellung auf dem Kaffee angewendet werden sollte. Das bestätigen wir jetzt, wenn wir das wollen, mit OK. Dadurch ist die Rücksetzung beendet und jetzt haben wir den Kaffee zurückgestellt. Das können wir jetzt mit einer Auswahl hier uns nochmal angucken. Ihr seht, dass das Menü sich jetzt verändert hat. Jetzt kann ich das Werkseinstellung für den Kaffee nämlich gar nicht mehr anwählen. Na, seht ihr, es gibt nur noch alle, Cappuccino, Latte oder Espresso. Ihr seht also, dieses Menü ist auch kontextbasiert. Das heißt, wenn ihr keine Einstellung auf irgendein Getränk habt, es gibt ja noch den Long und oder Milch und, dann kommt er gar nicht davor. Dann wisst ihr nämlich auch schon so, wo eine Werkseinstellung da ist oder wo eine veränderte Werkseinstellung praktiziert worden ist. So, also wir haben jetzt auf den Kaffee, nur auf das Kaffeegetränk, die Werkseinstellung angewandt. Jetzt gehen wir zurück mit Escape, Escape, Escape und machen einen Kaffee. Und das sehen wir. Wir sehen jetzt schon, während der Zubereitung haben wir drei Bohnen. Die drei Bohnen Aroma-Einstellung ist im Standard hinterlegt. Okay?
Das ist das vordefinierte Aroma, welches von De'Longhi mal als Standard mal übernommen worden ist. Und jetzt kommt hier aus dem Ausschank, ihr seht, der Kaffee ist viel dunkler auch jetzt, weil vorher war eine Bohne, jetzt sind drei Bohnen, das heißt, es wird mehr Kaffeemehl hergestellt. Und jetzt werden hier ungefähr 180 Milliliter ausgegeben werden. Ihr seht also, der Kaffee auf der rechten Seite ist in der Füllhöhe höher und er war viel muckifuckartiger. Hier auf der Seite wird ein Kaffeestopp jetzt schon sein bei 180 Milliliter, was einer normalen Kaffeetasse entspricht. Seht ihr den Unterschied? Kaffeeausgabe erledigt. Ich stelle sie nebeneinander und ihr seht den Unterschied in der Höhe. Füllhöhe hier war höher, weil programmiert gewesen war. Füllhöhe ist niedriger, weil sie jetzt in der Werkseinstellung ist. So einfach könnt ihr also explizit die Werkseinstellungen eurer Kaffees oder eurer vordefinierten Kaffee-Ausschenkungen einstellen. Nochmal ganz schnell, wir gehen aufs Menü, Escape, gehen dann auf die gute alte Allgemeineinstellung, gehen dann auf Werkseinstellung, Getränke und können dort es entweder für alle Kaffeearten anwenden oder explizit nur die, die wir vorher schon vordefiniert haben, auswählen und dann bestätigen wir das noch mit einem Zurücksetzen, drücken auf OK und dann ist da das wieder auf Standard zurückgestellt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!